Mein Name ist Marc Brauch, grüß Gott. Ich bin bei Payback, dem größten Bonus- und Loyalitätsprogramm in Deutschland mit über 25 Millionen Kunden, weltweit 75 Millionen Kunden. Bei Payback bin ich verantwortlich für die digitale Kundenkommunikation, alle Informationen, die wir mit dem Kunden aus den Partnerunternehmen heraus präsentieren und vorstellen, heißt in natura das E-Mail-Marketing und die Mobile-Kommunikation über unsere App. Am Anfang von Payback galt die Frage, wo kaufen denn die Kunden in Deutschland? Kaufen sie eher bei Partner A, bei dem Unternehmen B? Das war die Frage, die wir uns stellten. Mittlerweile ist die Frage, wie kaufen denn die Kunden in Deutschland? Und da ist die Antwort ganz klar, überall. Überall heißt stationär im Handel, online im Web, aber auch vor allem mobil, immer stärker werdend. Und das bringt natürlich ganz neue Perspektiven und Herausforderungen für Unternehmen. Und wir als Payback werden über alle Kanäle, dort wo der Kunde ist, die Partnerangebote platzieren und mit den Kunden in den Dialog treten. Tante Emma war genau die perfekte Vorlage für uns. Sie kannte die Kunden, sie kannte sie persönlich, sie wusste die Präferenzen der Kunden und diese Information hat sie perfekt eingesetzt und mit passenden Angeboten ihre Kunden beraten. Das Gleiche ist, was Payback macht. Payback macht das nur viel skalierter an 25 Millionen Kunden in Deutschland. Wir wissen, was unsere Kunden möchten, wir wissen, wo sie einkaufen, welche Produktpräferenzen sie haben und unser Ziel ist es, das passende Angebot für jeden unserer Kunden auszuspielen und ihm zu unterbreiten. Wir wollen jeden Einkauf, den der Kunde über die Payback-Karte tätigt, zu einem Erlebnis machen und den Kunden dafür belohnen. Tante Emma 3.0 hat nur drei Worte. Mobile, Mobile, Mobile. Wir werden immer digitaler, immer mobiler. Das merkt jeder Kunde, das ist jedem tagtäglich zu spüren, mit den Handys einkaufen, mit den Handys bezahlen. Also die mobile Geräte werden die Karte, die Plastikkarte nicht im Laden verdrängen, aber sie werden sie definitiv ergänzen. Und genau diese Ergänzungen werden wir jetzt schon auch umsetzen. Wir werden das Thema Mobile Payment angehen, wir werden das Thema Kundenkarte digital abbilden und das sind alles Testvorgänge, die wir letztendlich jetzt gerade fahren, um für die Zukunft gewappnet zu sein.